was zur Hölle war das? Du hättest dreimal schießen müssen können. Was zur Hölle machst du da? Das war... Nee. Das war absolut nicht nett. Absolut, absolut nicht nett. Das könnte jetzt eng werden. Könnte sogar richtig eng werden. 1 CP, nee. 3 CP ist auch nicht besonders toll. Du da musst sterben. Wir können aber nicht auf dich schießen. Mist, Mist, Mist. Von da kommt gerade nichts. Du zieh die mal zurück. So. Du. Stell dich dahin, dreh dich nach. Nein, warte. Stell dich dahin, dreh dich nach da. Nicht, dass sich irgendeiner flankiert. So. Dann kannst du mal zeigen, was ein Hammer-Terminator ist. I stand my ground. So. Du. Von da kommen welche, das ist nicht gut. Das kostet Punkte. Das könnte eng werden. 1, 2, 3. Oh, da kommt hinterher. Das ist nicht gut. Ne, musste ich umdrehen. Dann hast du einen Schuss. Ich sehe irgendwie die Mission jetzt fehlen. Ja, aber gucken wir. Also du gehst jetzt in Overwatch. Du gehst ein vor. Machst die Tür auf. Schießt eventuell. Nö. Du gehst jetzt in Overwatch. Einer von euch muss darüber. Definitiv. Oder du gehst damit rüber, wenn du später kannst. Aber jetzt... Doch, jetzt kannst du. Dann geh doch gleich mal dahin. So. Du hast da nichts zu bewachen, aber kannst du sonst nichts machen. Also Overwatch. Overwatch. Rest ist tot oder keine Punkte mehr. Ja, also hier können es kritisch werden. Obwohl 1, 2, 2 kriegt er hin. Hier können es kritisch werden. Der könnte dahin gehen. Der kann er nicht schießen. Der könnte von da aus dahin gehen. Dann könnte er einmal schießen. Und dann ist er tot. Und hier könnten bis zu 3 drin sein. Also ich denke mal, er wird gleich sterben. Und hier sind wir zwar im Defense-Modus. Und da ist ein Sergeant, und ist ein Hammer-Terminator, und hat ein Riesenschild. Aber trotzdem sehe ich ihn irgendwie jetzt schon sterben. Ja. Irgendwas übersehen? Nö. Ein Turn, gucken wir mal. Das war echt eine üble Runde, vorhin, wo die zwei gestorben sind. So, Nummer 1. Nächster. So weit, so gut. Sehr schön. Ah, es gab sogar einen Erfolg. Der rote Durst. Oh, und das war ein Schuss, den du hattest. Und jetzt bist du tot. Wir hatten mal 9 Terminatoren. Jetzt haben wir noch 6. Wenigstens wären die auch noch gestorben. Wir müssen immer noch 70 oder so umbringen. Das ist auch ein sehr interessantes Ende wäre, wenn der Clown-Terminator hier steht
und einfach alle restlichen Jeans-Teile hier ankommen und ihn umbringt. Das wäre aber auch echt unwahrscheinlich. Dann kommen die nächsten Blips. Ja, nicht schön, nicht schön. Wenigstens schön viele Command Points. Ja, okay, damit kann ich arbeiten. So, da unten kommen ganz viele. Ja, stell dich so hin. Geh in Guard-Modus. Dann haust du die hoffentlich alle um. Ja. 72 Stück fehlen noch. So. Du könntest einfach da... Nee. Das ist alles absolute Grütze. Du gehst zwei vor. Gehst in Overwatch, um die Daumen zu bringen. So. Die Seite hier ist absolut sicher. Aber da kommt fast keiner. So, so. Der muss nicht in Defend-Modus gehen, da kommt keiner ran. Du. Du. Drehst sie mal nach da. Und gehst in Overwatch. Ich denke, so werde ich das hier unten erstmal eine Weile halten. Während die ihn hier dahin stellen, ihn da lassen und je nachdem, von wo die Gegner kommen, drehen die sich um und gehen dann in Defend-Modus oder Overwatch. Je nachdem, was sie halt sind. 5 Punkte haben wir noch. Die sind alle schon im Overwatch oder im Defend-Modus. Das bringt nicht so wirklich viel. Du kannst dich zurückziehen. Nee, nicht so. Einmal so. Und einmal so. Und kein Librarian. Das wäre echt zu praktisch gewesen. Na gut. Enter mit 5 Command Points. Hätte ich vorher ausgeben sollen, bevor ich alle in Overwatch und Defend-Modus schicke. Aber na gut. Vielleicht brauchen wir jetzt ja 5 Ladehemmungen. Nein! Ja, doch, Glück gehabt. Ein Nachteil von dieser Position. Er kann nur ein, zwei Mal schießen. Gideon. Sehr gut. Überlebt, überlebt, überlebt. Jo. Sehr gut. Das wird richtig zäh mit so wenigen. Jo, keine Sorge, du hast noch 4 Command-Punkte. 3 Command-Punkte. Oh, nächster Blip oben rechts. Und oben links. Ja, Assault Cannon muss demnächst nachladen. In ein, zwei Runden. Und ab da könnte es dann lustig werden mit Explosionen. So, schön viele CP. Schön viele CP. Jo, das ist okay. Da befliege ich garantiert nicht neu. Du bleibst genau da stehen und gehst in Guard-Modus. Ihr beiden bleibt auch genauso stehen. Du. Kommt von hier unten gerade was? Nö. Du gehst mal weiter nach oben. Und du bleibst doch nicht da in dem Gang stehen, wie ich es eben gerade vorhatte, sondern gehst. Das ist doof. Stopp. Gucken wir uns das Ganze mal taktisch an. Wie machen wir es am besten? Wir haben einen Stormbolter. Wir könnten die hier Rücken an Rücken stellen, aber da sind zu wenig Felder. Das ist eigentlich das Optimale hier. Das heißt, wir brauchen wirklich pro Raum 2 Stück. Naja, 3 Stück, wenn wir auch nach unten decken. Aber so viele Terminatoren haben wir gar nicht. Also wir benutzen wirklich ihn hier auch noch irgendwo. Und hoffen darauf, dass er nicht versagt. Und wenn er versagt, sterben gleich 2, weil die anderen umliegenden Terminatoren sich nicht schützen können. Nee. Es gibt... keine optimale Konfiguration gerade.
Jedenfalls sehe ich keine. Das heißt, du bleibst genau hier stehen. Scanning for enemy movement. Du bleibst... Du könntest dich eigentlich mal umdrehen, die Tür aufmachen. Fällt mir auf. Aber dann kannst du die da oben nicht erschießen gleich. Nee. Oh, du kannst einen Schritt rückwärts machen. Geht auch nicht mehr. Kostet 4 Punkte wegen der doofen Tür. Ja, Overwatch. Du gehst ein vor, damit du Notfall auch noch da umschwenken kannst. Ist die Tür offen? Ja, ist sie. Sehr gut. Overwatch. So, 4 Schuss hast du noch. Du wolltest dahin gehen. So, und nach da gucken. Du hast keine Punkte mehr. Ihr beide habt schon verbraucht. Du auch. Jo. Fertig. So, die hier werden alle von ihm weggeschossen. Er hat noch eine Kugel danach, wenn er alle drei umbringt. Also ein... Nein, eine Salve. 2, 3, 4, 5. Okay. Was? Nicht getroffen. Interessant. Jo, er muss sich gleich umdrehen. So, schön viel CB. Jo, ist okay. Also du dreh dich gleich mal um. Einer. Jo, das müsste machbar sein. Noch 63 um. Stand your ground, brothers. Du. Overwatch. Und du mit deinem einen Schuss, schieß mal auf den. Und dann lädst du bitte nach. Und dann stehst du da ganz alleine und wirst niemanden da nicht ranlassen. Habe ich gerade ein CP verbraucht? Assault Cannon Barrels sind jetzt heiß. Und können nun viel Funktion haben bei 3 gleichen Würfen. Ja, okay. Der geht nicht mehr Overwatch, weil wir dafür keine Punkte über haben. Der hier... schießt einfach mal. Und auch nicht. Securing position. Du vielleicht? Na, garantiert nicht. Was zur Hölle? Soll schieß auf ihn. Warum wollte er immer auf ihn zulaufen? Das ist ja komisch. Overwatch. Du kannst nicht, du hast schon, du bist fertig. Die sind echt Knackpunkte. Oder eigentlich nur er. An den Clown-Terminator kommt ja keiner ran. Aber er hier ist eine Schwachstelle. Weil wenn Gideon stirbt, oder der mit dem Hammer, war aber, glaube ich. Ja, wenn der stirbt, dann haben wir hier ein ganz schönes Loch in der Verteidigung. Und die Soul Cannon ist ja auch nicht wirklich verlässlich jetzt. Aber gucken wir mal. 5 CP ist gut. Du schieß. Nochmal. Nicht mal dieses Pin Down, also diesen Kugelhagel da drüber als Symbol, dass wir mit dem nächsten Schuss leichter töten können. Nee. Okay, Overwatch. 1, 2. Das ist nicht gut. Ich will nicht, dass er jetzt stirbt. Aber da kann ich, glaube ich, gerade nicht so viel machen. Also klar, ich könnte ihn nicht hier hinstellen, nach da gucken. Ja, das mache ich auch lieber. Auch wenn das jetzt 2 Command-Punkte kostet. Das ist mir Wayne. Ich will nicht noch irgendwas riskieren.
So. Overwatch. Overwatch. So, das heißt, beide schießen auf den. Der Blip kann sich ungehindert nähern. Und nächste Runde geht er wieder dahin, dreht sich in der Tarn und geht Overwatch. Das müsste soweit passen. So, du gehst einfach so in Overwatch. Du ziehst dich zurück. Und nochmal zurück. Du hast ein volles Magazin, gehst jetzt einfach in die Richtung in Overwatch. Damit du, falls da irgendwas spawnt, gleich schießen kannst. Und das Ding glüht wirklich auch optisch. Also es ist gelb. Ich glaube, vorher war es nicht so. Order confirmed. Holding. So. Du wirst ignoriert. Und der Rest ist fertig. 3 Command-Punkte. Wobei wir nicht allzu häufig schießen dürften. Ah, doch, hier. Der kommt auch unter die Reichweite. Ja, 2 Command-Punkte.